Willkommen zum dritten Teil der Videoserie Dominion Tipps für Anfänger. Nachdem man die ersten paar Spiele gespielt hat, hat man jetzt auch schon ein besseres Gefühl für die Karten. Man achtet zum Beispiel auch mehr darauf, wie wir im letzten Video ja betrachtet haben, Kollisionen terminierender Aktionen zu vermeiden. Doch dann tappt man eigentlich in eine von zwei weiteren Fallen meistens. Und diese beiden Fallen möchte ich in diesem und im nächsten Video zeigen. Wie ich im letzten Video ja gezeigt habe, sind die terminierenden Karten die tollen Karten, von denen ich möglichst viele spielen möchte. Und so wird das Dorf eigentlich die Lieblingskarte vieler Spieler. Sie ersetzt sich selbst und man kann mehr terminierende Aktionen spielen. Und dann entdeckt man auch schnell eigentlich die offensichtlichste aller Kombinationen, die Dorf- und Schmiedekombination. Erstmal Gratulation für das Entdecken dieser Kombination, denn Kombinationen zweier Karten zu entdecken, macht unter anderem den Spaß aus, Dominion zu spielen. Wie funktioniert diese Kombi? Schauen wir uns doch einmal ein Zweispielerspiel an, bei dem der eine andere Spieler immer nur das teuerste Geld kauft. Also lass uns mal anfangen. Der andere Spieler kauft, wie gesagt, immer das teuerste Geld. Und wir konzentrieren uns wirklich nur auf Schmiede und Dorf. Für 4 ist eine Schmiede, für 3 ist ein Dorf. Jetzt haben wir Pech und sogar nur 2. Das heißt, wir kaufen gar nichts. Der andere Spieler hat jetzt schon ein Gold. Wir kaufen jetzt eine Schmiede. Und wir haben wieder Pech. Haben nur 2. Das heißt, es ist wieder, können nichts kaufen. Spielen wir Dorf, Schmiede. Noch eine zweite Schmiede. Haben wir schon fast das ganze Deck in der Hand. Brauchen jetzt auch wieder Dorf, um wieder von jeder Schmiede und jedem Dorf 2 zu haben. Der andere Spieler hat jetzt schon die erste Provinz. Wir kaufen uns noch eine Schmiede. Und noch ein Dorf. Jetzt haben wir jeweils 3 Schmieden und Dörfer. Dann haben wir eine weitere Schmiede. Und jetzt haben wir wirklich wieder fast das ganze Deck gezogen, haben aber nur 7. Kaufen uns auch noch eine weitere Schmiede. Und haben gar nichts. So, auch jetzt haben wir es wieder geschafft, das ganze Deck zu ziehen. Jetzt brauchen wir noch ein Dorf und dann brauchen wir aber erstmal Geld. Das ist das Problem. Auch jetzt haben wir wieder nur 4, brauchen noch ein Dorf. Aber jetzt mit ungefähr 5 von jedem sollten wir jetzt dann wirklich das ganze Deck ziehen können. Was natürlich ein tolles Gefühl ist. Man hat das ganze Deck in der Hand, hat nur 7. Jetzt brauchen wir auf jeden Fall ein Gold. Der andere Spieler hat aber schon 2 Provinzen. Dorf, Schmiede, Dorf, Schmiede. Funktioniert sehr gut. Hatten wir das ganze Deck in der Hand. Jetzt können wir uns eine Provinz kaufen. Dorf, Schmiede, leider kein Dorf auf der Hand, reicht aber glücklicherweise. Aber auch der andere Spieler kauft eine Provinz. Dorf, Schmiede, Dorf, Schmiede. Und jawohl, wieder das komplette Deck in der Hand. Provinz.
Der andere Spieler kauft ein Herzogtum, es sind ja nur noch zwei Provinzen da. Wir haben Pech und haben nur drei. Kaufen wir uns halt ein Dorf, dass uns das nicht wieder passiert. Kaufen sie nochmal ein Herzogtum und wir haben wieder Pech hier. Müssen die Spiele spielen, haben wieder nur vier. Kaufen uns dann noch eine weitere Schmiede. Und die nächste Provinz, jetzt müssen wir aber was machen. Kommen auf 8. Aber wenn wir jetzt das Spiel beenden, haben wir verloren. Der andere Spieler hat wenigstens, ist wenigstens zweimal noch auf 5 gekommen, um das Herzogtum zu kaufen. Es war zwar knapp, aber obwohl wir das ganze Deck ziehen konnten, hat es nicht gereicht, das Spiel zu gewinnen. Und das ist das Problem. Die Zeit, die man benötigt, um die ganzen Dörfer und Schmieden zu kaufen, dann vielleicht sogar nur zwei manchmal auf der Hand zu haben, gar nichts zu kaufen. Das dauert einfach viel zu lange und dann am Schluss hat man einfach nicht das Geld, um sich die Provinz zu kaufen. Da muss man nochmal erst noch ein Gold kaufen und dann schafft man es, auf Provinzen umzusteigen, was dann zwar relativ zuverlässig geht. Wenn man Glück hat, klappt es vielleicht noch ein bisschen zuverlässiger. Aber wenn man einfach nur Geld kauft, das reicht auch, um die Provinzen zu kaufen. Und es ist deswegen auch einfacher und schneller, eigentlich eine simple Geldstrategie durchzuziehen, als so eine Dorf-Schmiede-Kombination aufzubauen. Diese macht vielleicht jetzt nicht so viel Spaß, ist aber effektiver, da ich eigentlich schnell gewährleisten kann, auch mindestens 8 in jedem Zug zu ziehen. Also, welche Lehre ziehen wir jetzt eigentlich daraus? Man sollte nicht vergessen, auch Geld zu kaufen. Denn nur mit Geld kann man sich die wichtigsten Punktenkarten kaufen. Und selbst die tollste Kombination bringt einem dann eigentlich nichts. Das war jetzt zu diesem Thema. Die zweite Falle, die nach den ersten paar Spielen auftreten kann, sehen wir dann das nächste Mal. Bis dann, Kommentare auf YouTube. Ciao.